Also, ich glaube, dass ich hier nach links muss. Ja. Jetzt richtig schön mit der Karte. Wir arbeiten uns da jetzt raus. Ach ja. Eroshiva, die Let's Playerin ohne Orientierungssinn. Und sprechen kann ich langsam auch nicht mehr. Ja, so mehrere Sachen gleichzeitig, das ist aber auch wirklich schwierig. Soll ich jetzt zu E1 gehen oder was? Ich komme jetzt von U2. Da, da und da geht es ja nicht wirklich weiter. E1 muss ich, glaube ich, ja. Schaut so aus. Okay, das heißt, ich gehe hier durch. Schnell, schnell, schnell. Und gehe hier hoch. Leute, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Hier durch. Hier ist der Heini. Kann ich noch was aufwerten? Das wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht von den Waffen? Ja. Sehr geil. Bei ihm geht gerade nichts. Hier vielleicht das gleich noch. Alles aufwerten, was wir aufwerten können. Oh, es geht nochmal. Okay. Jetzt wird es langsam richtig teuer anscheinend. Nee, es wird nicht teuer. Ich glaube, mir fehlen... Ah, Bernsteinfragmente hier zum Beispiel. Stimmt, dafür braucht man ja auch immer noch Zeug. Wurfpumps oder was? Wurfpumps stand da, glaube ich. Habe ich Werf gesagt? Ach, Leute. Mich kann man langsam auch in die Tonne schmeißen. Gott, die Alte hier schreit mich einfach an. Level up! Sehr schön! Oh! Seelenbrecher, statische Kraft. Mit drei oder mehr Seelen RT, während Schmerzteilung gedrückt halten, um statische Kraft zu aktivieren. RT gedrückt halten, okay. Diese Fähigkeit verlängert die Dauer von Schmerzteilung. Für 4 Sekunden wird verhindert, dass Statuskrankheiten bei Gegnern enden, wird die gegnerische Taumelzeit verlängert und dessen Fallgeschwindigkeit verlangsamt. So kann die Gruppe Kombos mit Arts verketten, die normalerweise nicht kombiniert werden können. Okay. Hat gegessen. Sehr schön. Freut mich immer, wenn die gut essen. Uiuiui. Ich gehe mal hier weiter. Ich weiß zwar nicht, ob es stimmt, aber da kann ich gerade gut lang. Wo komme ich denn da jetzt hin? Interessant. Aha. Ganz woanders irgendwie jetzt. Ich guck da mal trotzdem hoch. Am Ende muss ich da hin? Nee. Ui, aber ich kann gucken, warum die schreien.
Nee, ich kann nicht runter gucken. Schade. Gut, gehen wir wieder runter. Zack. Das heißt. Heißt. Ich muss. Da lang, glaube ich. In dieser Folge passiert alles. Ich verliere meine Stimme, ich rede Quatsch, ich verlaufe mich. Es ist irgendwie heute ein Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Oh, nö. Danke. Nein, nicht wieder zurückgehen. Mensch, Shiva, was tust du? Vielleicht muss ich zu dem Fragezeichen. Nein, da ist ein Stern, da muss ich hin. Gott! Auf einmal ist die neben mir. Jetzt! Endlich! Nein, nicht kämpfen! Ich will noch speichern! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Eleanor! You really came back for me! A promise is a promise, sweetheart. A headless knight and a horse demon. It's giving off a ton of malevolence. This must be the true survivor of the venomization process. Oh, I get it. The dying exorcist lady wasn't saying headless knight is back. She was going for headless knight on horseback. Whatever the case, we'll fight whoever we have to claim this island. Oh God. Now I can't help but wonder how the horse is named. Get close and look if you're that curious. 37.000, okay. Ist auf irgendwas allergisch, wollte ich schon sagen. Sehr anfällig, Kriegsarzt. Gut, dass wir noch ein paar Sachen aufgewertet haben. Der macht mir keinen so netten Eindruck, der Heini. Was ist denn der Baum? Das ist ja irgendwie das Schlimmste. Also ich glaube, Magie bringt nicht so viel. Ich schau mal ganz kurz, wenn die Magilu zaubert, kommt immer Schutz. Bei der auch. Das heißt, ich setze mal den Eisen ein. Ich glaube, der hat nämlich auch Kriegsarzt. Gut. Hau gleich mal drauf hier. Hat jetzt nicht so viel gemacht, glaube ich. Aber wir kriegen den schon wieder. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ein Apfelgelee essen. Furchtbar, immer mit diesem Schutz hier. Also irgendwas macht hier richtig gut Schaden. Ich finde es, glaube ich, nicht. Ich kann da aber auch mal Schutz kommen. Ich glaube, das ist der Eisen. Ich fahre einfach weiter drauf. Halt, stopp! Apfelgelee essen. Oh, der Dings sollte auch. Mal ganz kurz was Heiler fungiert hier. Nee, bei mir steht immer Schutz. Da, Schutz. Ah, jetzt ging's grad. Dann heile ich einfach nochmal. So. Zwölftausend, ja. Die Haare schauen ja cool aus, die leuchten so lila.
Ich hab ein bisschen aus wie unter Schwarzlicht. Das wäre doch auch mal eine coole Haarfarbe, oder? Die im Dunkeln leuchtet oder bei Schwarzlicht wäre. Was haben wir denn noch? 7000, jawohl. Mann, der sieht so fies aus. Ich hab echt Angst vor dem Bad gehabt. Aber passt. Oh. 3000. Jetzt geh doch da aus der Schusslinie, mein Gott. Hä? Oh, der ist da gerade runtergestiegen, oder was? Oh, komm. Moment. Jetzt haben wir schon zwei. Aber der hat nur 500. Den mache ich ganz schnell platt, damit er uns nicht im Weg ist. Geschafft. Oh Gott. That's venomization, all right. Definitely stronger than that headless lump of armor. I beg your pardon. Not you. Es gibt so viele Kopflose. Oh! Okay. Demon from the villa? No, look! It's absorbing the malevolence. It's a Therian. Actually, that hawk is Griffin. My one and only friend. Mm-hmm. A damned Therian. So that's what Tabitha meant when she said we'd find out shortly. Okay. But Your Highness, why do you have a Therian? It's like I said. Griffin has been my dear friend ever since I was a child. Even if he's a Therian now, that hasn't changed. So you knew you were helping a Therian escape. What are you plotting? I have no plots or schemes. I just want Griffin to be free. I guess we shouldn't be surprised. The Crown Prince and future king, he's gonna do whatever he likes. I suppose I am at that. But if I am, it's the first time I've ever been allowed a choice of my own. When you're a prince, you're not a person. You're an institution, one designed to serve the state and its people. Say, for instance, you're doing your law studies and your back suddenly itches. What do you do? I mean, I'd scratch it. Who wouldn't? When I did that, my tutor gave me a whipping so hard the blood ran down my back. Oh, God. The reason being that I prioritized a personal feeling, that is to say, my itch, over my studies in service of the state. Oh, man. Jetzt juckt's mich auch. Seeing Griffin lay claim to the skies. Let me imagine my own freedom. It was my lone solace over the years. But then, he turned out to be responsive to Innominat's power. I take it the Midgand royal family is well aware that the Abbey is creating Therians. Of course. How could we not? The kingdom offers unequivocal support to Shepherd Artorias's vision of reason and will. Even so, if there was one thing I could never permit, it was seeing Griffin locked up and unable to fly. Never. I tricked the exorcist on guard and disabled the barrier. But then Griffin attacked the exorcist and killed him. That's why you said you could never go back. They can overlook a single dead exorcist. But with a Therian removed, malevolence will engulf the capital. I knew full well what I was doing. And yet, I couldn't watch my friend's life be stripped away.
Your Highness. He chose a single bird over the world. Why do you think that birds fly? That's what Lord Artorias asked me. My anatomy book says birds can fly because their bones are light and their wing muscles are enormously strong. Birds fly because a bird that cannot fly is no bird at all. That's what I think. I understand now. As long as you remain on this island, you may do as you please. But if you try to escape, I'll kill you. That should work. This way we'll have him on hand if we ever need a hostage. Understood. I appreciate you letting Griffin and me stay here. Well, now that that's taken care of, let's build ourselves a hideout. Okay. Ausrüstungsmeisterfertigkeit. Panzerhäcksler, Fluoridmontur, Aphrodite-Schärpe. Level up. Kalzitmontur, waffenfähiges Azerit 3. Gewährt Charakteren, die Ausrüstung tragen, die insgesamt mindestens 15 Mal aufgewertet wurde, einen Bonus von plus 1 auf ihre maximale SA. Mystische Arts. Manche mystischen Arts sind hochwertig. Sie kosten 4 SA und erfordern eine 8-Treffer-Kombo oder höher. Gleichzeitig aber erhöhen sie die maximale SA um 1, wenn sie erlernt werden und gewähren 2 Seelen nach der Verwendung. Es mag aussehen, als bräuchte man zur Ausführung 8 Seelen, aber wenn man Seelenbrecher in die Kombo integriert, erfüllt man die Bedingungen leicht. Schäden durch mystische Arts sind hocheffektiv, da sie vom höheren der Angriffe und Artangriffe des Nutzers und der niedrigeren der Verteidigungen und Artverteidigungen des Ziels abhängen. So. Okay. Hey, Velvet, do you know where Eleanor is? Wasn't she just playing with you? Yeah, but then she left. I'm worried because she looked pretty sad. Can you go find her? Why me? all right, fine. Just don't cry on me, okay? Okay, neuer Titel. Verzauberin und noch was? Können wir mal ganz kurz schauen? Hallo? Ich muss nur ins Menü kommen, so. Ach so, ich habe eh nur gerade die Velvet da. Aber sie ist noch nicht fertig. Okay. Die Abtei würde niemals in ihrem eigenen Kämmerlein nach uns suchen. Hahaha, unterm Leuchtturm ist es immer am dunkelsten, was? Ich würde gern speichern. A most interesting interpretation. What do you make of this part here, then? Well, if you pronounce it Loni Kyle, then it'd mean midriff, which probably isn't right. Maybe Muse Mila? Well, that would make this passage read, Pornges are nummy. Okay, yeah, that's not right either. What's wrong, Velvet? Have you seen Eleanor? No, I haven't. Sorry, I know I'm supposed to watch her. Just read somewhere where there's more light. You'll hurt your eyes like this. Okay. Das triggert so krass, die alte Velvet, wenn sie mit ihm spricht. Hey Rokuro, have you seen Eleanor? Probably. I don't know. Bit drunk. Just try not to go overboard. But man, are we a bunch of screw-ups or what? I mean, we've kidnapped a prince now. They gotta have laws against that. Broke out of prison, flattened Helaves, tried to assassinate a shepherd. Hey, how many infractions do you think we're on the hook for? Pardon me if I don't stop and count. If you don't like it, nobody's forcing you to tag along. No, I still haven't repaid my debt to you. You say that, but you really just want to beat Shigure, don't you? Well, to me, they're both connected. It's a long story.
But I can tell you if you... I'll pass. Well, join me for a drink then? Can't. I'm 19. Da ist sie auf einmal 19 und kann nicht trinken. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt eigentlich suchen könnte. Also, wo wir diese Insel hier ja nun erobert haben, können wir ihr auch gleich einen Namen geben. Was hältst du von Dial-Insel? Ich denke, du solltest deine Ideen lieber für dich behalten. Oje, entschuldige, dass ich existiere. Klar, wir sind auf einer Gefängnisinsel, aber das ist doch kein Grund, gleich so unfreundlich zu sein. Ich glaube, das Gespräch ist oben. Ah, ja. Hey, you got any idea where Eleanor is? No, sorry. I was having a meeting with Benwick and the crew about our search for Eifried. Are you sure you're okay with putting that off? At this point, the Abbey doesn't have much reason to keep him alive. Wouldn't you rather look for him than Therians? I know time is a factor, but we still don't have any decent leads. I think we need to stir up the Abbey and see what shakes loose. And who better to do that than you? So this works for both of us, then? Never fear. I'm still acting out of self-interest. Besides, Eifried won't die so easily. He's a strong man. It'd take a lot to bring him down. Yeah. I've never seen him flinch from a storm, no matter how choppy the seas. Where angels fear to tread, as they say. Probably some of that as well. Hey, any idea where Eleanor went? How should I know? I'm too busy to spare any time worrying about anyone else. You look pretty distinctly unoccupied to me right now. Right. I'm busy being unoccupied. You're... Mit rumstehen, ja. It's simple. When you have free time, it means you're busy trying to avoid having any business to do. You're too weird for this world, Mogulu. Says the woman with the world's blandest personality. I always figured you'd be the type to take off as soon as things got hairy. So what keeps you here? I am utterly, completely, totally, wholly devoid of anything else to do. Which is to say I'm... unoccupied. Right! Now you get it! Besides, I have to stick around to see how our bet turns out, don't I? Alles klar. Sind jetzt hier gar keine Monster mehr? Dann komme ich jetzt auch locker zu der Katzkiste, ne? Was bist denn du? Ach so, der Kleine. Wolltest du etwas von mir? Hast du Eleanor gesehen? Nein. Ehrlich nicht. In Ordnung, danke. Vielleicht ist sie ja da oben. Müdigkeitswehr. Nope, hier ist sie auch nicht. Hm. Kaum zu fassen, dass wir jetzt wirklich sie suchen. Die Velvet mochte sie doch nie. Bin ich jetzt zurückgegangen? Ich bin schon ganz verwirrt wieder. Ich würde gerne mal rausschauen, ob sie vielleicht draußen steht. Aber jetzt bin ich wieder woanders hin. Okay, dann schauen wir mal, ob sie vielleicht da oben ist. Ich kann mich immer so schön verlaufen. Aber es kann schon sein, dass du da oben rumstehst. Ha! Tatsächlich. You are, Eleanor. Kamoana's worried about you. You actually came looking for me?
Can't say no to a crying child. Indeed. She may be a Therian now, but deep down, she's still a lonely little girl. That's something I've come to realize in traveling with you all. Wretched demons and Therians, even the Malakim who I'd only thought of as tools, they all live and think as humanly as the rest of us. I was so clueless. I didn't know what demon blight really was, nor what the Abbey was doing. Through it all, I knew nothing beyond blind belief in whatever I was taught. Ignorance is bliss, as they say. The coward's path is not that of an exorcist. They may say, I didn't know anything, so I can't be blamed. I can't live like that. I think I'll stay here a little longer to cool my head off. Please tell Kamoana I'm all right. Okay. Don't stay out too long. The sea breeze can get cold. Thank you. Don't get the wrong idea. If you got sick or something, Kamoana and Lafayette would worry. That's all. Natürlich, das ist alles. I have something to say. There's something I've been hiding, until now. I've been acting undercover on a special mission for Lord Artorias. Sie sagt's ihnen jetzt. I was to watch over the Malak Lafayette and bring him to Abbey headquarters. So vital was the mission, I was to do whatever it took. Oh my god. Even kill my fellow exorcists. You were gonna take me to them. I'm sorry for deceiving you, Lafayette. Originally, I was going to get you to lower your guard, then take you in. Krass. However, I no longer intend on following the Abbey's orders. Ah, voll gut. You're turning your Endlich, back on Artorias? Texas. No. I still believe in the sincerity of Lord Artorias. That the world he seeks is Toll. One that will Aber benefit all trotzdem. Humankind. But nevertheless, I simply cannot bring myself to condone the methods ja, he has chosen to achieve that vision. So. Aber der ist halt auch doof, wenn der einfach nur will, dass alles super. Also der will doch selber an die Macht kommen. I will help you protect the Therians until I discover the answer I seek. Okay. Eleanor. Am Anfang war der ja vielleicht gut. That I don't have to be ashamed of, and to do that, I have to learn the truth for myself. So, you live by your emotions after all. Maybe you found your own creed. Welcome to our wonderful world of wickedness. Don't equate us. To act in opposition of one's feelings is to act opposed to reason. You never make things simple, do you? You should be glad I don't. Yeah, after all, she's my vessel. Yes, yes. So, I think our next order of business is to find ourselves another Therian. Well, that's the extent of my insight. Anyone got any actual leads? What if we had Eleanor swipe some intel on them from the Abbey? That could work. I don't know. It wouldn't work. Officially, the Abbey still considers her a traitor, so who would leak anything to her? Yeah. Besides, we can't put Lafayette in danger like that. And anyway, Eleanor's terrible at being a spy. Ungracious, but accurate. You know that special underground cell from yesterday? I want to go back there. There's something I want to try out. Uh-huh. All right, let's go. Der will in die Zelle, wo die Velvet gefangen war. Oh, die Expedition ist zurück.
Das gucken wir noch kurz, was die mitgebracht hat. Take a look at this. Sieg, verloren, verloren. Okay. Zwillingszeit, Zitrone, Blumenabzeichen. Neues Extra entdeckt. Farbige Sonnenbrille. Super. Fertigkeit für nächste Reise. Wissensdurst. Okay. Ja, dann schicken wir die nochmal hoch. Und suchen uns einen schönen Speicherpunkt. Wo auch immer der sein mag. Ich gucke einfach mal auf die Karte. Sonst verlaufe ich mich wieder ewig. Oder ich weiß was. Ha. So. Hinteleportiert. Hier ist der Speicherpunkt. So. Also... ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher mit ihrer komischen Theorie, dass er in Wirklichkeit gut ist, aber seine Ziele durch böse Dinge verfolgt, hinbekommt, wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass der ganz am Anfang noch ein guter Mensch war und das halt immer schlimmer geworden ist und dass halt er dann einfach wahnsinnig geworden ist und er das halt immer noch so vorstreckt, dass er das zum Wohle der Menschheit macht, aber in Wirklichkeit... bringt er einfach nur alle um und will halt an die Macht, wie jeder böse Wicht in jedem JRPG eigentlich. So, und mit diesen Worten speichere ich, verabschiede mich, sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!